Und ich möchte euch alle nochmal im Rahmen des Rheinfestes Heimspiel und im Namen unserer Familie recht herzlich begrüßen. Es ist uns richtig erfreut, dass so viele gekommen sind. Wir sind Gastronomen da, Hoteliers, viele Winzer, viele Partner, Sommeliers, viele aus der Branche, weil wir wahrscheinlich ein interessantes Thema gefunden haben, das uns alle gemeinsam interessiert. Ich werde euch vielleicht ein bisschen erzählen, wie es zu dem gekommen ist. Wir waren 24 Jahre auf der Alles für den Gastaussteller. Und es war eine lange Zeit, es war eine gute Zeit und die Messe war super. Nur zum Schluss war es für uns auch nicht mehr das, was wir uns vorgestellt haben. Und wir haben gesagt, pass auf, wir lassen das dort, machen Pause, machen auch keinen eigenen Stand. Wir überlegen uns was anderes. Und wir haben gewusst, dass wir sehr gut Weinfeste organisieren können, weil das machen wir alle 15 Jahre. Mit Events in Lech, Kitzbühel, am Fuschelsee, seit 3 Jahren auch in München, nächstes Jahr auch am Wörthersee, das schon mal vorweg, wird ein stattfinden. Und wir haben vor 19 Jahren das erste in Golling gemacht, wie wir unser Weinhandelshaus eröffnet haben. Das ist nämlich 1999 gebaut worden und das hat auch gut funktioniert. Also, wir machen ein Heimspiel. Wir gehen zurück nach Golling und Kugel, dort wo wir her sind, und versuchen da eine tolle Veranstaltung auf die Füße zu stellen. Unsere Weinfeste sind immer mit Kulinarik verbunden. Nach der Verkostung immer großes Essen, großes Menü, viele Weine, tolle Produzenten, gute Stimmung. Und seit 3 Jahren haben wir auch Masterclass-Verkostungen organisiert, seit der Koblinger Alex auch bei uns ist, er hat das mit einbracht als Idee, wo wir uns Winzer aussuchen, bestimmte Regionen, auch Themen verkosten. Und beim Heimspiel haben wir gesagt, da brauchen wir was anderes. Und die Idee einer Diskussionsrunde ist entstanden. Auf der Burg Golling, in dem Rahmen, wenn es schön Wetter ist, machen wir es ja draußen. Gestern haben wir noch 17 Grad gehabt, jetzt sind es gefühlt die 10 oder 9, es tut mir leid. Aber dafür hat auch gehört. Aber es ist einfach eine tolle Geschichte. Und was brauchen wir dazu? Wir brauchen ein Thema, das uns interessiert, das euch alle interessiert, und haben das diskutiert bei uns mit den Mitarbeitern und sie gefragt, was ist draußen am Markt? Was wird darüber gesprochen? Was hört ihr? Und Bio ist genannt worden. Bio, biologisch, biodynamisch, konventionell. Ist es gut, ist es schlecht, ist es schwarz oder weiß? Und wir haben gesagt, es ist nicht schwarz oder weiß, es hat alles seine Berechtigung. Jeder muss für sich selber wissen, wie er gern Wein macht, was er gern trinkt, was er gern verkauft. Und das wollen wir heute ein bisschen rausholen, ein bisschen am Grund gehen der ganzen Sache. Und da darf ich euch jetzt unsere Diskussionsrunde vorstellen, weil das ist an und für sich jetzt auch ein Punkt, wenn, pass auf, wen holen wir uns da aufs Podium? Wir brauchen Leute, die alle Erfahrung haben in einem Geschäft. Sie sollten relativ breit aufgestellt sein, so aus jedem Fachbereich einen richtigen Spezialisten da. Und haben uns auf die Suche gemacht und das ist an und für sich dann relativ schnell gegangen. Und die Herrschaft möchte ich jetzt kurz präsentieren. Ganz wichtig, vorneweg, der Diskussionsleiter, weil nicht die Gruppen dort, sondern die Diskutanten. Der Diskussionsleiter muss nicht unbedingt aus Österreich kommen. Er sollte einfach viel Erfahrung haben, er sollte am Puls der Zeit sein, beim Winzer und beim Sommelier, das war ganz wichtig. Und für uns hat es da eigentlich gleich angegeben und das ist der Sascha Speicher. Sitzt da in der Mitte. Er ist Chefredakteur von Meininger Sommelier und stellvertretender Chefredakteur von der Weinwirtschaft. Er macht für mich die beste Weinveranstaltungen für den Sommelier und den Winzer mit Meiningers Feinest 100 in Neustadt an der Pfalz. Wer dort noch nicht war, sieht schon, dass er eingeladen wird. Ist wirklich eine ganz tolle Geschichte und Sascha, herzlichen Dank, dass du mit bei uns da bist und sofort so. Dann brauchen wir einen, der am Gast ein Profi ist, der Erfahrung hat, der als Maitre, als Sommelier, mittlerweile als selbstständiger, erfolgreicher Gastronom ist, idealer Österreicher, der internationale Erfahrung hat. Und da haben wir den Gerhard Retter bei uns auf der Bühne.
der Retter naht, sagt man so schön. Danke Bert, dass du gekommen bist. Er ist in der Nacht um drei angereist, muss am Nachmittag dann wieder weiter. Vielen herzlichen Dank. Dann brauchen wir einen hinterm Herd, einen Gastronomen, einen Top-Profi. Das ist der Mann mit Hut. Er hat eine violette Vergangenheit, er ist aus der Wien-Fan. Traurige Vergangenheit. Kann auch wieder gehen. Du darfst es zurückzeigen. Der Josef macht seit 1994 die Gastwirtschaft Floh in Langenlebern. Für uns zählt er zu den besten Gastronomen, ist eines der schönsten Wirtshäuser mit einer super Idee. Seit über 15 Jahren regional kochen, saisonal kochen, Produkte aus der Region. Eine ganz klare Meinung. Und wer noch nicht dort war, muss zum Floh nach Langenlebern. Das ist wirklich ein Ding. Danke, Floh, dass du da bist. Dann haben wir einen Herrn bei uns auf der Bühne, den habe ich im Mai kennengelernt, bei einem Jubiläum von unserem gemeinsamen Partner. Es ist ein Bio-Weingut im Prosecco-Gebiet. Er ist seit über 20 Jahren Bio-Weinhändler in Deutschland. Er ist quasi Pionier. Er berät mit seiner Expertise, seinem Know-how auch viele Bio-Winzer. Er ist ein absoluter Profi in dem Geschäft. Ihr könnt euch vorstellen, Bio vor 20 Jahren in Deutschland hat einer keiner da noch gehabt. Es ist Peter Riegel. Kommen wir zu den Winzer, wir haben die GCA heute ganz wichtig. Wir haben zwei österreichische Vertreter, einen internationalen Gast bei uns und ich darf mit der Michi Moosbrugger beginnen. Ihr kennt den Michi Moosbrugger, wer kennt Schloss Gobelsburg nicht? Mittlerweile, seit 96 ist er dort am Weingut. Er hat es aufgebaut zu einem internationalen Top-Betrieb, spielt alle Stücke im Weiß, Rot und Süßwein und ist seit über 20 Jahren toller Partner. Michi, danke für die super Zusammenarbeit. Danke, dass du gekommen bist. Aus der Steiermark, einen jungen Burschen, den Flotten. Ich war schon dran. Flotten, junge Burschen. Armin Demmend ist bei uns auf der Bühne. Die Demmend sind auch Döllerer Partner seit, glaube ich, 30 Jahren. Er führt das Familienweingut mit seinem Bruder, seiner Familie, seiner Frau. Mutter, Vater. Und sie haben jetzt umgestellt auf Bio und sind seit 2018 zertifiziert, haben rund 100 Hektar als Handarbeit, als eigene Weinberge. Und das ist eigentlich auch interessant. Ihr schafft es, so ein großer Betrieb dort auf Bio umzustellen. Und warum machen sie das? Danke, Armin, dass du. Und dann freut es uns wirklich ganz, ganz besonders. Eine super Runde wird dann noch einmal hochkarätig ergänzt mit einem Mann aus Bordeaux, der das Weingut seines Vaters 2001 übernommen hat, Château von Roque, hat auf biologischen Weinbau umgestellt, nach ein paar Jahren schon auf biodynamischen Weinbau. Er zählt in dieser großen Weinwelt von Bordeaux zu den Pionieren und absoluten Fachmännern. Und er hat von uns gehört, dass wir da heute diskutieren über Bier und er hat gesagt, da fahre ich hin und das gebe ich mir. Und ich stelle mich fürs Podium zur Verfügung. Begrüßt bitte mit mir mit einem schönen Applaus Alain Moix. Dann habe ich noch auf der Bühne eine ganz liebe Freundin von uns aus Bordeaux, die Juliane Rentsch. Sie ist unser verlängerter Arm in Bordeaux und sie wird heute ein bisschen übersetzen. Und sie spricht perfekt Deutsch und damit er vor allem alles mitkriegt und ihr dann auch noch alles mitkriegt. Ja, das Sammel, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Ich muss mich auch bedanken, jetzt vorneweg schon mal bei unserem kompletten Team im Weinhandelshaus, die super gearbeitet haben, dass wir das auf die Bühne stellen. Und dann habe ich noch für euch, für alle, die jetzt da mit dabei sind, einen strengen Zeitplan. Okay? Um 11.45 Uhr. Sollte diese Podiumsdiskussion beendet sein, dann bitte alle zum Döllerer ins Wirtshaus, ins Restaurant. Da kriegt ihr wunderbare zwei Gänge serviert, tolle Weine von Demmend und Gobelsburg. Ab 13.30 Uhr starten unsere Shuttles
die euch gern ins Weinhandelshaus zur Verkostung bringen. Auch für die, die am Abend dabei sind, ab 18 Uhr wieder retour. Weil um 19 Uhr, für alle, die am Abend beim Diner dabei sind, geht es mit dem Aperitif weiter. Jetzt würde ich euch bitten, alle Handys ausschalten und wünsche euch viel Spaß und eine spannende Runde. Ja, auch von meiner und von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Vielen Dank für die großartige Einführung. Ich glaube, wir sind alle sehr gerne der Einladung gefolgt, weil es natürlich ein Thema ist, mit dem man Tag ein, Tag aus zu tun hat, wie ihr journalistisch hier in eurer täglichen Arbeit. Und ja, wir haben ja den Untertitel gewählt, auch Fakten und Mythen, denn es ist ja da schon sehr viel unterwegs an Parolen, wo wir heute vielleicht mal versuchen wollen, ein bisschen Klarheit zu bringen, was jetzt Tatsache ist und wie es wirklich aussieht. Ich denke, es macht Sinn, einfach mal von der Praxis anzufangen, nämlich die Praxis am Ende der Kette, sprich in der Gastronomie. Und ich würde vielleicht an Josef die Frage stellen, welche Rolle spielt das Thema Bio, ist der Wein Bio bei euren Gästen? Und nimmt man das wahr, eine Veränderung im Publikum? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind seit über 10 Jahren als Gastronomiebetrieb biozertifiziert. Vielleicht muss man an dieser Stelle nochmal vorausschicken, dass wahrscheinlich vielfach auch eine Unwissenheit besteht, was ist jetzt Bio, wie funktioniert das, wie läuft das alles ab. In der Gastronomie ist es so, dass wenn man ein Produkt auf der Speisekarte als biologisch auslobt, dann muss man sich eine Kontrollstelle wählen, die überprüft den Gastronomiebetrieb mit einer Abkontrolle, Stichprobenkontrolle, Nachweis von allen Lieferscheinen, Rechnungen und auch einen Mengenfluss. Das ist bei uns in dem Fall mittlerweile ein sehr großer Umfang, auch an Arbeit, weil wir über 75 kleine biologisch zertifizierte Partnerproduzenten haben. Wir halt von jedem natürlich alles entsprechend archivieren und aufheben müssen. Wir wollen das aber, weil es uns einfach wichtig ist, weil wir dem Gast diese Message mitgeben wollen, weil uns wichtig ist, welche Lebensmittel wir beziehen, wo sie herkommen und wie sie produziert werden. Habt ihr nur biologisch erzeugte Weine auf der Karte? Nein. Ganz eine klare Geschichte, wie es auch in der Küche ist, ist natürlich auch im Weinkeller so, dass wie wir vor 25 Jahren begonnen haben, das natürlich noch nicht so ein großes Thema war und vielfach auch viele Winzer oder auch Produzenten noch nicht so weit sind. Und man hat natürlich Partner, mit denen man viele Jahre lang zusammenarbeitet und mit denen auch gut zusammenarbeitet. Und das entwickelt sich einfach mit der Zeit und grundsätzlich ist man aber dann in weiterer Folge orientiert man sich dann eigentlich fast nur mehr im biologischen Bereich, weil man einfach in dieser Welt unterwegs ist, weil einfach das wichtig ist. Und mittlerweile haben wir eben 85% Anteil in der Küche und wir haben über 600 biologisch zertifizierte Weine auf der Weinkarte. Deklariert ihr die Weine auf der Weinkarte als Bio oder nicht Bio? Ja, also wir haben bei uns deklariert, sogar unterschiedlich, in Normalbio, unter Anführungszeichen, in Respektwinzer, in Demeterwinzer und mit dem Zusatz auch noch, wenn es Natural Weine sind. Wir führen die Diskussion hier mit den Vornamen, weil wir uns alle lange kennen. Das ist jetzt nicht sehr journalistisch, aber es wäre jetzt relativ albern, wenn wir anfangen würden, uns auf einmal künstlich zu siezen. Da wird wahrscheinlich der Gerhard Götter von einem Lachflash in den anderen fallen. Also insofern entschuldigt bitte diese etwas saloppe Form hier oben, soll nichts an der Seriosität des Themas ändern. Peter, du hast ja vorhin schon im Vorgespräch angemerkt, dass das in Deutschland ein ziemlich unangenehmes Problem ist für die Gastronomie, die Bio-Weine auf der Karte zu deklarieren. Ja, der Umgang mit der Bio-Kontrolle wird immer strenger in Deutschland und inzwischen ist es so, dass auch Restaurants, die sich eigentlich nicht als Bio-Restaurant verstehen, die aber einzelne Bio-Weine auf der Karte haben, die nur noch dann als Bio kennzeichnen dürfen, wenn sie sich als Betrieb bio-zertifizieren lassen. Was für viele Betriebe, die jetzt nicht so konsequent an Bio interessiert sind, wie du vielleicht, dann ein großes Hindernis ist. Kompliziert, sind relativ hohe Kosten und dann machen die das oft einfach nicht. Wie hast du das immer gehandhabt?
Ja, wie schon gesagt, in Deutschland ist es relativ schwierig, weil man darf die Bezeichnungen auch gar nicht verwenden, wenn man nicht selber zertifiziert ist. Das ist ein bisschen chaotisch. Man muss dazu sagen, man darf kein Dogmatiker sein bei diesem Thema. Die Realität ist sehr wichtig, das umzusetzen. Es ist nicht für jeden machbar, so konsequent zu arbeiten, wie Pepe das macht. Das erfordert sehr viel Mut, Einsatz, finanzielle Hingabe, auch die Möglichkeit, die Problematik für uns Gastronomen, also den normalen Gastronomen in der Welt da draußen, liegt darin, die Wertschätzung für Bio und für die organische Arbeitsweise, die ist beim Konsumenten natürlich gegeben. Sie hört aber meist beim Zahlen des Produktes dann auch wieder auf. Nicht für jeden. Ja. Die Bereitschaft ist da. Die Deklaration ist sehr wichtig, finde ich so. Allerdings muss man natürlich auch die andere Seite sehen. Eine Deklaration des einen ist gleichzeitig eine Stigmatisierung des anderen. Es ist eine Balanceakt, den man gehen muss. Und für mich selbst, ich liebe alle guten Weine. Es ist mir natürlich immer viel lieber, die Menschen arbeiten so naturnah wie möglich. Das ist die Aufgabe eines jeden in der Landwirtschaft, was letztlich ja auch der Winzer ist. Ich denke, das ist ein Erbe, das wir für uns selbst uns schulden und auch unseren zukünftigen Generationen. Das zu transportieren, das ist die Aufgabe der Gastronomie, ist der Notwendigkeit des Konsumenten hinzubringen, aber wenn Sie sich anschauen, wo die Weine hingehen, wo sie landen, unter welchen Bedingungen, dann trennt sich wieder die Streu vom Weizen, weil nämlich dieser eine Euro mehr oft den großen Unterschied macht. Das ist unsere Aufgabe, am Kunden zu arbeiten und dieser Ball muss beim Kunden landen. Nur, Pepe schafft das perfekt. Ich muss auch sagen, es gibt auch viele, viele schwarze Schafe in unserer Szene, wo man sagt, Bio, ich möchte überhaupt nicht irgendjemanden angreifen, aber ich kenne Betriebe, die verkaufen Lämmer aus eigener Zucht. Naja, so schnell kann das Lamperl gar nicht wachsen, wie sie das verkaufen. Ja. Also es ist bestimmt auch viel in diesem Graubereich, wo es in einen sehr, sehr, sehr schmalen Grad der Produktunterschiebung reingeht, wo es wirklich schwer ist. Und das liegt für mich darin, wir leben leider in einer superlativen Gesellschaft. Alles überall, jederzeit verfügbar, das geht nicht. Es muss Teil des Verzichts auch werden. Diese Produkte in dieser Qualität, in dieser Nachhaltigkeit sind nicht allgegenwärtig und schon gar nicht zu günstigem Preis verfügbar. Das muss die Message sein. Das heißt, wenn wir jetzt mal vom Wein abgehen, ich meine, Wein sollte man jeden Tag trinken, mehrfach, nicht? Aber wenn wir zum Thema Fleisch kommen, ist es vielleicht so, vielleicht muss es jetzt nicht jeden Tag sein. Es gab mal den Sonntagsbraten. Vielleicht wird es wieder so. Josef, ist es aus deiner Sicht so, dass die Wertigkeit von Bio und die Bedeutung von Bio bei eben Fleisch, Gemüse, aber auch Getränken ungefähr gleich ist? Oder gibt es da Abstufungen? Ist es bei bestimmten Produktgattungen wichtiger, Bio zu sein? Wie nimmst du das wahr? Grundsätzlich ist es bei den Lebensmitteln, glaube ich, generell einfach sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass der Konsument eigentlich schon viel weiter ist, die fordern das ein, die möchten das haben und da hinkt die Gastronomie im Großen und Ganzen eigentlich noch stark hinterher. Da ist wie in dem Qualitätsstreben, das in Österreich in der Mitte der 80er Jahre dann eingesetzt hat, auch hier die Winzerszene, die Winzerschaft eigentlich ein Vorbild für uns in der Gastronomie, weil ja sehr vielfach ja dieses biologische Gedanke in der Weinszene ja mittlerweile heute fast vielfach Standard ist und da haben wir in der Gastronomie noch einiges aufzuholen. Wie hat sich... Ich habe ein ganz großes Problem in der Gastronomie, ist die Logistik. Wie kriege ich die Produkte in meinen Betrieb von ihm? Dass der Bauer sie selber bringt, ist Idealvorstellung, aber wenn ich exponiert liege und viele verschiedene Produkte brauche, ich hatte in Deutschland, es gibt eine, in Norddeutschland oben eine Vereinigung, die heißt Feinheimisch, da muss man 85% Produkte aus der Region haben, die hatten einen Lieferdienst. Der das eingesammelt hat, ist zweimal die Woche gekommen, also jemand, der es für die Mitglieder gemacht hat, dann ist dieser Lieferdienst weitergegangen und hat aufgehört, war automatisch der Wegfall 50% der Betriebe. Wir verbringen ja extrem viel Zeit für diese Produktbeschaffung und glücklicherweise sind wir in der Lage, einen Schwiegervater zu haben, der in der Woche zusammen spazieren fährt und das abholt. Aber es ist, geht einfach auch um die Prioritäten, die man setzt. Also wie gesagt, wir verwenden extrem viel Zeit für Telefonieren mit 10, 12 verschiedenen Bauern jede Woche, 20 Minuten lang, weil wir sagen, okay, dass diese Produkte sind verfügbar, diese Produkte kann er in den nächsten 2-3 Wochen haben, dann holen wir uns die und aus dem Portfolio, das dann vorhanden ist, versuchen wir Gerichte zu entwickeln. Also wir kaufen, wir machen
wir entwickeln keine Gerichte und kaufen dann ein, sondern das, was verfügbar ist, das wird verwendet. Kommen wir von der Gastronomie zum Handel mit Bio-Wein. Peter, wie hat sich dieses Angebot und auch der Markt insgesamt für Bio-Wein entwickelt die letzten Jahre, von den Anfängen? Die Anfänge waren schwierig, weil es ganz wenig, zumindest für meinen Geschmack, gut trinkbare Bio-Weine überhaupt verfügbar gab. Und es gab auf der anderen Seite auch einen ganz kleinen Markt. Das hat sich relativ kontinuierlich entwickelt, aber lange noch in einer kleinen Nische. Gab dann immer wieder mal sowas wie Fukushima oder solche Geschichten. Das gibt dann irgendwie einen Impuls, dass sich so eine Entwicklung ein Stück weit beschleunigt. Aber über die vielen Jahre gesehen könnte man auch sagen, es hat sich relativ kontinuierlich entwickelt und hat jetzt halt eine Größe angenommen, in der sich der ganze Markt eigentlich komplett verändert, weil auf der einen Seite das Angebot immer größer wird. Es gibt einfach sozusagen massenhaft Bio-Weine auf dem Markt und man muss nicht mehr wie früher die wenigen finden, die gut sind, unter denen, die nicht so gut sind. Heute gibt es ein riesiges Angebot und man muss sich wie im konventionellen Weinbereich auch entscheiden, mit wem man zusammenarbeiten will und mit wem nicht. Aber es liegt nicht mehr daran, dass es nur noch wenige gute gibt oder so. Auf der anderen Seite hat sich auch der Markt von Bioprodukten im Einzelhandel verändert. Diese klassischen Bioläden, die am Anfang das Bild geprägt haben, wurden ja zum Teil abgelöst. Ja. Also die spielen immer noch eine große Rolle, unterschätzt man vielleicht auch, wie groß die Rolle ist. Und zusätzlich haben sich jetzt eben praktisch alle anderen Anbieter von Wein letztlich zu Händlern von Bio-Wein entwickelt, manche eher ungewollt. Also wir haben auch Kunden, bei denen wir nie irgendwie vorwärts gekommen sind, die jetzt, ob sie wollen oder nicht, Bio-Weine im Regal stehen haben, weil ihre Lieferanten einfach Bio geworden sind. Aber es gibt ganz viele, die das Thema jetzt aufgreifen und dann kriegt das Ganze halt die Dynamik, die der konventionelle Markt auch hat. Das heißt, vom Harddiscounter angefangen bis zum elitäreren Feinkostanbieter oder so. Ist Bio inzwischen überall verfügbar und im Angebot? Es gibt ja sehr verschiedene Wahrnehmungen. Eine dieser Wahrnehmungen sagt ja, die konventionell in Anführungszeichen arbeitenden Betriebe sind die Bösen. EU-Bio ist Bio-Light für die quasi, die sich so in das Thema reinschleichen oder im besten Falle. Dann haben wir die schon ernstzunehmenderen Bio-Verbände und ganz oben an der Pyramide steht quasi Demeter. Wie geht man mit dieser Wahrnehmung um im Handel? Was ist da dran? Also ist da ein Körnchen Wahrheit dran, oder? Es ist halt immer verlockend, mit einfachen Wahrheiten zu arbeiten, aber es ist eigentlich nicht unser Ding. Für mich sind die konventionellen Winzer erstmal nicht böse. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass Bio der richtigere Weg ist, um Wein anzubauen, aber in meinem privaten Leben habe ich kein Problem, guten Wein zu trinken, von dem ich weiß, dass er nicht biologisch angebaut wurde. Und viele von den Weinen sind da auch immer noch Benchmark, auch für die biologischen Weine. Und die Abstufung innerhalb von Bio, die gibt es, die ist auch wieder meiner Ansicht nach eher eine einfache Wahrheit. Es gibt EU-Bio-zertifizierte Winzer, die eine sagenhaft gute Arbeit machen und es gibt biodynamisch zertifizierte Winzer, die meiner Ansicht nach eine eher traurige Weinbergsarbeit machen. Also da gibt es eigentlich ein riesiges Spektrum und ich finde nicht, dass diese Zertifizierungsabstufungen, die geben einen Hinweis, aber die geben keine Garantie meiner Ansicht nach, dass da wirklich eine qualitative Hierarchie drin steckt. Es ist ja auch kein Qualitätsmerkmal, muss man ganz klar sagen. Also weder Bio oder nicht Bio, konventionell, ist immer kein Qualitätsmerkmal. Ich sage mal so, Bio darf auch nie eine Entschuldigung sein. Ja, also ich kann nicht sagen, mein Gott, der ist jetzt nicht so gut, aber dafür ist er Bio. Naja, kauft man trotzdem. Ne?
Armin, als du dich entschieden hast, umzustellen auf biologisch-organische Bewirtschaftung zunächst einmal, hast du dich genau mit dieser Frage auch befasst, wie du dich zertifizieren lassen willst, was du anstrebst? Ja, bei uns war der Prozess schon sehr, sehr langer, muss man sagen. Wir haben uns damit beschäftigen begonnen vor über 10 Jahren. In erster Linie aus dem qualitativen Aspekt und nachhaltigen Aspekt, ohne jetzt an die Vermarktung zu denken. Ist ja nach wie vor heute so, dass wir eigentlich nicht jetzt in erster Linie an die Vermarktung denken, sondern uns geht es darum, wie können wir unsere Weingärten so bewirtschaften, dass wir in erster Linie ein Top-Produkt produzieren können und in zweiter Linie auch für Generationen den Weinbergsboden, die Reben weitergeben können. Natürlich kommt irgendwann auch die Frage, in welcher Kategorie sehen wir uns? Und wir sehen uns als voller Biobauer und ob in Zukunft dann noch weitere Schritte gehen in eine biodynamische Zertifizierung, die Frage steht noch offen, weil ich glaube, dass in der Steiermark grundsätzlich die Herausforderung groß genug ist. Ich wollte gerade fragen, was spricht für dich dafür und was dagegen, den weiteren Schritt Richtung biodynamisch zu machen? Der Schritt dafür steht einfach darin, dass wir schon glauben, dass es einfach noch mehr gibt, dass es vielleicht noch mehr Einklang gibt vielleicht im ganzen System. Was ganz klar dagegen spricht, ist, dass wir eigentlich für Themen stehen und Themen für Qualität steht und jetzt nicht in der Plakette, die für den Wein steht. Ja. Alain, quelle était la motivation pour vous pour faire cette vin à Bordeaux comme un des premiers qui a commencé à travailler en bio? Also was war für ihn der Schritt, in Bordeaux mit Bio-Weinbau anzufangen, in einem Gebiet, wo es da zu der Zeit fast keine Bio-Winzer gab? Les motivations étaient multiples. Cela faisait plus de 10 ans que je travaillais en conventionnel et j'étais en train de sérieusement commencer à m'ennuyer dans mon métier. Es gab verschiedene Motivationen. 10 Jahre lang hat er konventionell gearbeitet und es wurde ihm langweilig. Parce que c'était trop conforme en style. Pardon? Parce que c'était trop conforme en style. Parce qu'on travaillait en faisant les choses telles qu'on nous avait dit qu'il fallait les faire sans comprendre pourquoi on les faisait. Et qu'on faisait tous les jours les mêmes choses de manière répétitive, tous les ans. Et j'avais vraiment le sentiment de m'éloigner de plus en plus de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la plante et le sol. Die Vorschriften wurden sozusagen abgearbeitet, ohne wirklich nachzudenken, warum man was tut. Und er wollte sich der Pflanze annähern, dem Boden leben und wirklich verstehen, was er tut. Donc il y avait des motivations simplement écologiques, compréhensibles de base. Il y avait la volonté d'essayer d'avoir un vignoble qui soit plus équilibré, parce qu'on était dans des situations où tous les ans on était obligé de couper des raisins parce qu'il y avait trop de raisins, ce qui n'est pas logique. On avait des sols qui étaient instables. Das erste war, das wichtigste war, ein Gleichgewicht in den Lagen zu gewinnen. Die Erträge waren sehr hoch zu Beginn und man wollte die Erträge reduzieren und dann das Bodenleben aktivieren. Il y avait une motivation par rapport à la qualité des vins, parce que personnellement je suis convaincu que ça a une importance forte. Et puis aussi par rapport aux personnes qui travaillent dans les vignes et à la protection de tous ces gens. Er ist davon überzeugt, dass Bio und Biodynamie die Qualität anhebt. Und natürlich ist es für seine Arbeiter wichtig gewesen, für all diejenigen, die im Weinberg arbeiten, dass da die Produkte verträglich sind. Et enfin, l'envie de retrouver la magie de ce métier. Und Bio erlaubt es doch, die Magie des Berufes wiederzubeleben. Quelle était la réaction du Place Bordeaux, du marché Bordeaux, la réaction après la conversion vers Bio? Also, wie hat der Marktplatz Bordeaux das aufgenommen? La réaction a été polie, parce que les Bordelais sont, je ne sais pas si on peut dire polis, mais enfin, ils ne disent pas toujours ce qu'ils pensent. Das übersetze ich sofort. Die Reaktion des Bordeaux-Marktes auf seine Umstellung, die war höflich, weil die Bordelais sagen oft nicht, was sie denken. Oh. Österreicher. Kommt des Autrichiens. En réalité, je pense que beaucoup ont pensé que j'étais un petit peu fou. N'ont pas forcément compris pourquoi je faisais ça.
ça c'est dans le... Mais respecter ce que je faisais, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ils étaient très critiques. Die Wahrheit ist, dass die Mehrheit gedacht hat, er ist ein bisschen verrückt. Ja. Mais on peut constater un changement de la philosophie à Bordeaux. On a de plus en plus qui commencent à travailler dans cette philosophie. Oui, il y a un vrai changement de mentalité. Je crois qu'aujourd'hui, tous les vignerons se sentent concernés par le problème environnemental. Chacun y va à son rythme, à sa manière. Tout le monde ne choisit pas tout de suite la bio, ou encore moins la biodynamie. Mais il y a quand même une vraie volonté de faire avancer les choses sous la pression des médias, sous leur propre prise de conscience, sous la pression du marché aussi, parce que le marché finalement a toujours raison quelque part. Also die Frage war, dass man in Bordeaux feststellen kann, dass auch dort immer mehr Betriebe umstellen und dass es einen Umdenkprozess gibt. Ja, man muss deutlich sagen, dass er stellt fest, die Winzer haben schon das Bewusstsein, gehen langsam in die Umstellung, manche schneller, manche langsamer. Und der Druck von den Medien, von der Presse ist sehr, sehr hoch heute. Und der Markt hat letztendlich immer recht und somit folgen die Winzer das Angebot sozusagen dem Markt. Nicht nur die Medien, es gibt auch gewisse Märkte, gerade Skandinavien. Michi, vielleicht die Frage an dich, hat man heute als nicht biozertifizierter Betrieb daher hier und da schon Eintrittsbarrieren in bestimmte Märkte, bestimmte Segmente von Märkten, gerade in Skandinavien? Also grundsätzlich, also auch in Skandinavien macht also der Bio-Anteil derzeit in etwa so 20% aus. Also es ist schon ein nach wie vor, auch in vielen anderen europäischen Ländern natürlich auch immer noch ein überschaubarer Anteil. Das ist aber, glaube ich, nicht so sehr die Frage, weil ich glaube für uns Winzer, also ob in Frankreich oder auch bei uns in Österreich, wir Winzer leben doch in diesem Selbstverständnis, dass wir eine gewisse Verantwortung haben, eine Verantwortung für unsere Betriebe, für unsere Böden und auch für die nächsten Generationen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns alle natürlich mit dieser Frage auseinandersetzen, wie und in welchen Bereichen können wir unsere Arbeit verbessern, können wir sie voranbringen. Ich habe also schon vor über 20 Jahren mich also begonnen, mit Bio und Biodynamie auseinanderzusetzen. Ich habe damals das Buch von Nicolas Joly gelesen, habe das damals dann auch dem Hannes Hirsch geschenkt, was also dazu geführt hat, also dass er dann begonnen hat, also sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wir beschäftigen uns intensiv mit dieser Frage und man muss vielleicht auch an dieser Stelle sagen, dass, und ich glaube, ich sitze auch hier sozusagen quasi, um auch ein bisschen sozusagen quasi hier jetzt sozusagen die, nicht die Gegenrolle einzunehmen, aber zumindest sozusagen auch sozusagen die Problembereiche anzusprechen. Und es gibt natürlich schon Bereiche, die jetzt in dem Bereich, wo wir von Bio sprechen, natürlich schon auch immer noch irgendwo problematisch sind. Und daher ist auch sicherlich noch viel Aufwand und Anstrengungen bedarf, um diese Dinge quasi weiterzuentwickeln. Was ist ganz konkret für dich der Grund, warum du dich bisher gegen eine Biozertifizierung entschieden hast? Also es ist so, wir könnten auf Schloss Gobelsburg relativ rasch umsteigen, also weil wir grundsätzlich sozusagen, also wir haben noch nie Herbizide, noch nie Insektizide gespritzt auf Gobelsburg. Wir bringen jedes Jahr 500 Tonnen an selbstproduzierten Dünger raus. Es sind das Hauptthema bei uns im Weinbau ist der Pflanzenschutz. Und aus unserer heutigen Sicht ist sozusagen quasi das Nachhaltigkeitsthema, speziell also im Bereich des Kupfers, noch nicht wirklich hinreichend gelöst. Es gibt ja auch aus Sicht sozusagen der Europäischen Union Bestrebungen, Kupfer überhaupt zu verbieten. Also Kupfer ist ja schwerst toxisch und daher
Würde es sozusagen eine Alternative dazu geben, dann würde man sozusagen Kupfer ja sofort verbieten. Und nur gibt es dazu keine Alternative derzeit, daher gibt es auch in dem Bereich natürlich keine Alternative dazu. Das ist ja, denke ich mal, ein Punkt, der unter allen qualitativ arbeitenden Winzern sehr einheitlich bewertet wird. Also Herbizide, Insektizide sollten eigentlich im heutigen Weinbau tabu sein, jedenfalls bei denen, die sich ernsthaft auf die Fahne schreiben, herkunftsgeprägte Weine zu machen. Ich denke, über das Thema brauchen wir jetzt in dieser Runde nicht zu tief diskutieren. Aber natürlich bekommt die Biobewegung Futter von den ganz extremen industrialisierten Weinen, die natürlich nachhaltigen. Das schlechte Image des konventionellen Weinbaus prägen. Wie sieht es damit aus? Kann man das ungefähr beziffern, wenn man durch die Weingärten fährt im Kammtal jetzt, wie viele da wirklich noch sehr robust zu Werke gehen? Mit regelmäßigem Einsatz von Herbiziden, mit dem ganzen Programm. Also das gibt es nach wie vor natürlich in Österreich. Wie würdest du das ungefähr beziffern bei euch, wenn du jetzt so... Da tue ich mir jetzt wirklich sehr schwer, also da ist wirklich jetzt, also da tue ich mir sogar schwer mit Schätzungen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, wir haben also in den späten 90er Jahren eine Durchsetzungsrate des integrierten Weinbaus bei uns in Österreich gehabt von über 90%. Also man sieht schon, dass also sozusagen jetzt im Vergleich jetzt zum Beispiel zu anderen weinbautreibenden Ländern, ob das jetzt Spanien, Italien, auch teilweise in Frankreich, ist also dass sozusagen der nachhaltige Weinbau bei uns in Österreich schon eine sehr alte Tradition hat und auch der ökologische Zustand unserer Weingärten in einem wirklich ungeahnten Maß höher ist, als es wie in den meisten anderen europäischen Weinbauländern. Armin, wie würdest du das in der Steiermark einschätzen, die Situation? Bei uns hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren und da haben sich selbst führende Betriebe vor 10 Jahren sehr, sehr schwer getan, entgegenzuwirken, vor allem auch die Herbizidfrage. Wir haben seit 15 Jahren suchen wir nach Alternativgeräte, da haben wir gesucht, haben selbst entwickelt, weil einfach wenig da war. Mit dem Druck vieler Betriebe, aber erst wirklich durch den öffentlichen Druck dann, hat sich da dann spürbar was getan, dass er wirklich, wenn jetzt da ein Betrieb noch Herbizid verwendet hat, denn es fast peinlich war in der Region, vor allem wenn es ein Weingartenstück ist, das von der Straße leicht einzusehen war. Und das muss man schon sagen, also ich glaube, wir sind alles Botschafter. Wir haben die Verantwortung, dass wir zusammen mit den Konsumenten, mit der Gastronomie und Handel den richtigen Weg einschlagen. Und das ist schon toll, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Ja. Es ist in der Steiermark und in Bordeaux auch so, es muss letztlich in der Konsequenz flächendeckend sein. Man muss sowas schaffen, wie es in Banzano geschafft worden ist, in der Toskana, wo einfach ein ganzes Dorf sich dem Bio vermittelt. Ich kann nicht, natürlich kann ich sagen, ich bin Bio, aber wenn mein Nachbar den Dreck reinschmeißt von morgens bis abends, die Welt hört nicht auf. Ja. Und es muss schon eine übergreifende, einheitliche Lösung finden, dass die Leute verstehen, nur man muss den Menschen auch helfen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, also den Produzenten, die jetzt zu geißeln. Die können nicht umstellen von heute auf morgen, weil das Know-how nicht da ist, das Verständnis nicht da ist, auch das Geld nicht da ist. Aber es ist eine Entwicklung im Zuge unserer Zeit, in der wir leben. Der Zugang, die Natur, schau dir Fridays for Future oder die kleine Greta oder was immer an, ja, die Generation, die nachkommt, die wird uns schwer messen an dem, was wir hinterlassen haben. Ja. Nicht an dem, was wir bis jetzt gemacht haben, das ist zu wenig und da gehört sehr viel dazu. Nochmals möchte ich sagen, eine gewisse Bigotterie haben wir leider auch in unserer Welt. Ja. Ich kann schon sagen, ich sauge kein Röfgeko, auf der anderen Seite haue ich mir dann den Dom Pérignon rein. Der Unterschied ist nämlich fast nur der Preis, ich möchte jetzt nicht über die Qualität, aber es sind die großen Konzerne, die es einfach haben. Natürlich sind sie verböhnt irgendwo, aber wenn sie das Geld dann hergeben, etwas zu sponsern und zu subventionieren, dann wird diesen Leuten Tür und Tor geangelt, weil das Geld eben da ist. Das beginnt ja beim Wasser oder wo immer man hingehen möchte. Es ist ein weiter und harter Weg, ein steiniger Weg, den jeder für sich selbst in der Bequemlichkeit leben muss. Und gerade in der Gastronomie, in der normalen Gastronomie,
es kommen nicht nur Weinflecks. Wir alle, die hier sitzen, Wahnsinn, jeder hat den Weg gemacht, hierher zu kommen, diesen wunderschönen Ort. Ja. Aber was tut man zu Hause beim Einkauf, bei der Selektion? Da fängt es an, im Kleinen. Ja. Und so unbedeutend jede einzelne Tat auch sein mag, es wird irgendwann zu einem großen Ganzen hinzukommen. Ja. Und der Produzent hat eine Verantwortung. Wir als Bindeglied zwischen Produzent und Konsumenten extrem viel auch. Aber die Realität ist halt so, in Schönheit sterben wird noch keine Orden verliehen dafür. Das Kupferthema ist das alles Überstrahlende nach wie vor. Man nimmt quasi die Rückstände, die im Boden bleiben, sich da ansammeln, wohl oder übel bisher in Kauf. Auf der anderen Seite werden aber systemisch wirkende Mittel wie Fructogat wurden verboten, weil angeblich sich der Wirkstoff eben, oder nicht angeblich, weil sich der Wirkstoff in den Trauben eben nachweisen lässt. Sind das zwei verschiedene Perspektiven? Macht das Sinn oder ist das eine Art von Lobbyismus? Peter, wie würdest du das einschätzen? Ich würde gerne noch kurz was zu dem vorher sagen. Wir reden jetzt hier gerade ziemlich viel über qualitativ eher hochwertige Weine, die auch entsprechende Preise haben. Das ist aber eigentlich zumindest in Deutschland ein relativ kleiner Teil vom Markt. Und der große Teil vom Markt, das sind Weine, die für 1,50 € oder 2 € die Flasche oder teilweise sogar noch weniger verkauft werden, die werden in riesigen Mengen getrunken. Und solche Weine biologisch herzustellen, ist meiner Ansicht nach praktisch unmöglich. Also sowohl von den Ertragsmengen her, als auch von der aufwendigeren Arbeit her, ist es praktisch unmöglich, solche Weine biologisch herzustellen. Das sind aber eigentlich die großen Flächen immer noch. Also wir haben jetzt hier gerade eine relativ elitäre Brille auf, finde ich. Was ich auch gut finde, aber wir dürfen nicht vergessen, dass da draußen im Markt eigentlich in riesigen Flächen und in riesigen Mengen was ganz anderes passiert, womit wir alle hier wahrscheinlich relativ wenig zu tun haben. Das vielleicht noch so zu dem... Aber das Angebot gibt es ja an günstigen Bio-Weinen. Also warum wird noch mit Herbiziden gespritzt? Aber das machen vielleicht auch nicht alle gerne, aber wenn ich einem Discounter einen Wein liefern muss für 70 oder 80 Cent die Flasche fertig abgefüllt, dann muss ich alle Register ziehen, wie ich irgendwie billig, massenhaft irgendwie trinkbaren Wein produzieren kann. Und dann gehören eben diese ganzen Sachen wie Chemie, der Dünger und so, das gehört dann eben alles dazu. Anders geht es gar nicht, glaube ich. Ich durfte letztens für eine große deutsche Fluglinie Weine einkaufen, oder sollte. Da braucht man für die Launchen im Jahr 180.000 Flaschen Schaumwein, also Schaumwein, Seeperlwein, darf aber nicht mehr als 2,50 € kosten. Ja, ist natürlich ein Thema, das unseren Weinmarkt bestimmt, aber hat mit unserem Bio-Thema natürlich jetzt nur am Rande zu tun. Also es war ja nicht der Auftrag, Bio. Nein, ich würde nur sagen, es ist eben unmöglich, das Bio zu kriegen. Wenn diese Weine für 2,50 € Bio zu kriegen sind, dann kommen sie meist aus Chile, übersee, und dann geht es weiter die Diskussion, dass man sagen muss, okay, was ist das dann mit dem CO2 etc. Man kann das ja weiterführen, wenn man das alles durchdenkt. Das Greenwashing ist allgegenwärtig, klingt auch immer super, aber wenn man tatsächlich hinterfragt, was es dann, wenn man die Logistik und alles mit einbezieht, wirklich ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob das sehr selbstzerfleischend ist, weil dann muss man wirklich beim Alpenquellwasser bleiben vielleicht. Mal Schnaps geht auch noch, gell? Nicht, Hans? Armin, hast du das Gefühl, dass das Angebot, um auf das Thema zurückzukommen, Bio und Pflanzenschutz und eben die Frage der systemisch wirkenden Mittel, die eben nicht zugelassen sind, dass da jetzt eine Welle an neuen Produkten kommt, die wirklich den Winzern hilft? Oder ist es nach wie vor dieses Problem, dass man eigentlich außer Kupfer als Bio-Winzer wenig wirkende Dinge hat? Also bei uns in der Steiermark mit den extremen Bedingungen, die wir haben, haben wir derzeit keine anderen Möglichkeiten, wie mit Kupfer und Schwefel zu arbeiten. Natürlich ist es uns auch bewusst, dass das Kupfer ein Schwermetall ist, dass es nicht umgesetzt werden kann im Boden. Es ist alles, sowieso alles zu hinterfragen. Auf der anderen Seite natürlich sind systemisch wirkende Mittel oder auch Fructogat, was auch systemisch wirkt, auch
wird aufgenommen ins Pflanzensystem und landet schlussendlich im Glas. Ja. Also da kann man das abwägen, wenn wir es im Glas haben oder hat man es im Boden. Und es ist sicherlich eine schwierige Frage. Ja. Wie siehst du die Situation? Also was wäre für dich der Schritt oder was würde dich dazu motivieren, den letzten Schritt zu machen und dich zertifizieren zu lassen? Welche Möglichkeit müsste ich eröffnen? Also ich würde sofort umsteigen, also wenn es eine einigermaßen vernünftige Alternative gibt zu Kupfer. Zum Beispiel würde man sich dadurch so durchringen, Strobilurine zuzulassen, die ja eigentlich ja auch natürlich gebildet werden. Das ist ein, vielleicht nur so für die, die das jetzt nicht so kennen, also ist ein Nebenprodukt also von Pilzen, das also dazu führt, dass das Wachstum von den Pilzkrankheiten eingeschränkt wird, also das wird vollkommen natürlich gebildet, wird allerdings zurzeit also quasi synthetisch auch hergestellt, also man kann sozusagen diese natürlichen Stoffe kann man sozusagen auch synthetisch herstellen. Und ich denke, würde so eine Möglichkeit eröffnet werden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir dann sehr schnell dann auch dementsprechend umstellen würden. Derzeit, ein Thema, das alle bewegt, ist ja das Thema Klimawandel. Und ganz offensichtlich ist ja biologischer Weinbau im Moment so ziemlich das probateste Mittel, um mit immer mehr warmen Jahren Antworten zu finden. Um etwas mehr Frische in die Weine zu bringen, um früher physiologische Reife zu erreichen, auch mehr Säure dann zu dem Zeitpunkt der Ernte noch zu haben. War das für dich auch ein Thema, Armin, oder war das keine Motivation? Man hat, spielt sicher mit, also der Klimawandel ist ja, begleitet uns jetzt schon einige, oder fast Jahrzehnte, muss man sagen. Als Winzer gehen wir damit um, also wir stellen uns ja permanent um ein mit dem Wetter. Es ist ja so, dass es als Bio-Winzer wahnsinnig risikoreich ist, wenn von einigen niederschlagsreichen Wochen im Frühsommer quasi die ganze Ernte abhängig ist. Das sind eigentlich die großen Gefahren und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob man das schafft, ob man das handeln kann, ob man das vor allem bei uns im Süden, ob man das mit der Handarbeit so erarbeiten kann, dass man damit umgehen kann. Schlussendlich, qualitativ, glauben wir schon, dass wir auch selbst in Zeiten vom Klimawandel uns noch wesentlich weiterentwickeln können und wir sehen es in den letzten 10 Jahren, seitdem wir in diese Richtung gehen, dass wir uns, glauben wir schon, auch noch bessere Qualitäten produzieren einfach. Du wolltest noch was sagen dazu? Ja, einen Aspekt möchte ich eigentlich an dieser Stelle vielleicht auch noch anbringen. Ich glaube, dass wir oder viele Winzer hier noch nicht wirklich weiterdenken, weil ich glaube, die Stoßrichtung für uns Winzer müsste eigentlich eine ganz andere sein. Wir sind momentan so damit beschäftigt, dass wir sozusagen unsere aktuellen Probleme im Pflanzenschutz bewältigen und uns nicht die Frage stellen, sozusagen, wie kann eigentlich wirklich die Zukunft ausschauen. Ich stelle mittlerweile sehr oft also die Frage an Winzer, dass so sehr wir also jetzt davon überzeugt sind, also dass Riesling oder Pinot Noir oder auch die französischen Rebsorten sozusagen die großartigsten Rebsorten auf der Welt sind, glauben wir wirklich, dass diese Rebsorten sozusagen das Ende jeglicher Evolution sind? Ich meine, wir blicken zurück auf 2000 Jahre Weinbaugeschichte und Rebentwicklung und stehen an einem Punkt, wo wir sozusagen mit unglaublichen Mitteln und Aufwand versuchen, sozusagen Dinge zu lösen, die aber letztendlich nicht in die Natur dieser Rebsorten gelegt sind. Das heißt, ich glaube, dass unsere Stoßrichtung dahingehend muss, dass wir neue Rebsorten finden, die eine wesentlich höhere Resistenz haben gegen die aktuellen Probleme und Pilzkrankheiten. Und ich war so heuer zum Beispiel in Klosterneuburg in der Rebzuchtanstalt. Da stehen also 1200 verschiedene Rebsorten, Kreuzungen,
die quasi jetzt momentan untersucht werden auf Zukunftsfähigkeit. Und habe mit dem Dr. Regner gesprochen und er hat mir erzählt, dass also im Jahr maximal 5 Winzer zu ihm kommen, um sich diese Rebselektionen anzuschauen. Also da war ich schon etwas verblüfft, sozusagen, dass sich niemand in Österreich eigentlich für diese Arbeit interessiert. Und wir haben es also bei uns im Betrieb schon begonnen, jetzt also uns intensiv sozusagen mit diesen Rebsorten und mit diesen Neuzüchtungen auseinanderzusetzen. Ich bin auch davon überzeugt, dass möglicherweise Donau-Veltliner und Donau-Riesling vielleicht nicht das Gelbe vom Ei sind, aber wenn man sich dort diese Anlagen anschaut, also dort gibt es wirklich Rebsorten, die wirklich interessant ausschauen, auch mit 3 biologischen Spritzungen im Jahr. Und ich glaube, dass das schon vielleicht etwas ist, wo man ein bisschen mehr darüber nachdenken müsste. Gerade die Schuld war eigentlich sehr gut, weil in Bordeaux hat man jetzt gerade neue Rebsorten zugelassen. Bordeaux war eine ouvert les portes pour des nouveaux cépages, maintenant dans l'appellation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la piste, comme souvent face à un problème, il y a plusieurs réponses, il n'y a pas qu'une seule qui soit la bonne. La piste de nouveaux cépages est une piste intéressante, mais à condition qu'on puisse rester dans des niveaux de qualité qui soient équivalents à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc je pense que c'est une piste qui donnera des solutions que d'ici plusieurs dizaines d'années. En attendant, il faut trouver d'autres alternatives dont on peut parler. Also es gibt verschiedene Alternativen und verschiedene Lösungswege. Der Weg neuer Rebsorten ist definitiv ein guter Weg, der uns Lösungen bringen kann über die nächsten Jahrzehnte. Le sol est évidemment un point important. La manière dont on gère nos sols, dont on travaille les sols, a besoin d'être, je crois, repensé profondément dans la viticulture bordelaise. Je pense que la biodynamie que je pratique est aussi en partie une réponse, parce qu'elle permet de développer, en tout cas tous les essais le montrent, un meilleur développement des racines annuelles et de ce qu'on appelle les mycorhizes, ces champignons qui poussent sur les racines et participent à l'absorption de l'eau dans les sols. Zwei wichtige Elemente sind für Alamoix das Bodenleben, der Boden, den man noch viel besser bearbeiten kann, und dann die Biodynamie, das Konzept dahinter, welches erlaubt, Mykorrhizien, sagt man so, diese Pilze, das Pilzgeflecht, was an den Wurzeln sich entwickeln, dass das sozusagen diversifiziert wird und somit zu einem vielfältigeren Bodenleben führt. Pendant longtemps, on a développé aussi à Bordeaux ce qu'on appelle le palissage, c'est-à-dire des quantités de feuilles beaucoup plus importantes pour produire du sucre. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est en produire moins. Donc là aussi, il y a une réflexion à mener sur la manière dont on palisse la vigne. Il y a aussi. Die Laubwand ist wichtig, dass man die Laubwand erhöht und so. Verkringert. Weniger. Weniger. Es ist wahr wichtig. Jetzt wird sie zurückgenommen. Pour vous, le palissage, vous la réduisez? Le palissage, je le réduis pas parce que je ne fais pas partie de ceux qui suivent les modes et qui l'ont monté. Je n'ai pas besoin de le réduire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup augmenté le palissage, oui. Qui, à mon avis, devraient revoir ça. Il y a les notions d'effeuillage aussi, par exemple. Pendant longtemps, ça a été la mode de mettre les raisins à poil avant les vendanges pour qu'ils aient l'influence du soleil. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à, au contraire, les protéger et à garder les feuilles. Il y a tout un raisonnement fondamental sur la viticulture où on a pendant 30 ans mis en place des pratiques qu'il faut complètement revoir aujourd'hui. Vielleicht in Deutschland wird die Laubwand reduziert, in Österreich, in Frankreich sind wir darauf aus, die Laubwand zu kräftigen, das Blattwerk zu lassen, um die Trauben zu schützen vor der Sonne. Ja, gerade in so heißen Sommern wie dem letzten gibt es die Probleme, dass die Trauben starker Sonneneinstrahlung und Hitze ausgesetzt sind und wir die Laubwand brauchen. Tout ça, ça peut paraître des détails, mais c'est la prise en compte de tous ces petits points, de tous ces petits facteurs qui fait qu'à un moment, on peut essayer de retrouver un nouvel équilibre et de prolonger un petit peu la durée de vie de nos cépages dans le climat actuel. Et tous ces détails helfen uns eigentlich auch dazu, unsere Rebsorten, die wir aktuell kultivieren, noch jahrzehntelang so zu kultivieren, dass wir die Resultate haben, die wir heute haben. Also wir müssen vielleicht. Es ist gut, nach neuen Rebsorten zu suchen und diese zuzulassen, aber auch die Arbeit im Weinberg kann es erlauben, mit unseren aktuellen Rebsorten
gut zurechtzukommen. In Deutschland, auch in Österreich, ja. Ja, ich möchte auch noch dazu was sagen, also zu Rebsorten wird sicherlich einiges kommen in den nächsten Jahren. Wir selbst befassen uns eigentlich noch also wenig damit, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Aber was wir ja schon gesehen haben, einfach in den letzten Jahren sehr stark ist, aufgrund der biologischen Bewirtschaftung wird es neue Räume geben, die passend sind für die Reben, für die Rebsorten. Es wird vielleicht neue Standorte geben, die besser geeignet sind, wo man Begünstigungen haben, wo man pflanzenschutztechnisch kaum eingreifen muss. Und andere Lagen. Zum Beispiel? Also. Ja, auch noch höher gelegene Lagen, offenere Lagen, einfach wo es keine Stauentwicklungen gibt, wo es gut durchlüftet sind. Andere Weinberge haben wir bereits auflassen, weil wir einfach gesehen haben, da war früher nie ein Weinbau. Zwischenzeitlich durch die Industrialisierung, kann man so sagen, haben sich da Rebflächen ergeben. Man hat dort Weine produziert, auch wiederum wahrscheinlich meistens nur im Basisbereich. Und die haben wir mittlerweile auflassen und einfach dorthin gegangen, wo die Reben ihren Lebensraum gut finden. Ne? Und ich glaube, dass sie da wird es ja auch eine Verschiebung geben in Zukunft, weil man einfach da nicht mehr so viel Flexibilität hat. Ich glaube, für einige Winzer, die gewisse Stilistiken verfolgen, nehmen wir mal in Deutschland einige Winzer, die einen sehr klaren, herkunftsgeprägten Riesling-Stil machen, mit klarem Terroir-Charakter, speziell an der Mosel oder da nahe, müssen relativ spät sehr gesunde Trauben ernten, möglichst wirklich ohne Botrytis, sonst funktioniert das nicht. Stichwort Dönhoff, Stichwort Schäferfröhlich, Stichwort Lisa. Diese Stilistik ließe sich als Bio-Winzer nur relativ schwer umsetzen. Sollte man da die Stilistiken hinterfragen oder sollte man dann einfach respektieren, dass, wenn man diesen Weinstil verfolgen will, einfach Bio schwer möglich ist? Gerhard, wie siehst du das? Ich würde die Mosel auf keinen Fall aufgeben. Ach, Mensch, ich denke auch dort sind viele Sachen. Es gibt ja nicht nur, wie gesagt, Lisa, es gibt auch Steinmetz und andere Winzer, die sich auch dahingehend entwickeln. Es wird auch dort nicht aufzuhalten sein. Natürlich Weine mit Restzucker, die in dieser Dingsbirn und in dieser Klarheit, in dieser Brillanz, wie es im Lisa macht oder die anderen genannten, ist es schwer, aber ich denke nicht, dass diese Stile verschwinden müssen. Und auch dort wird es einen Weg geben. Die Winzer sind ja auch dran. Es ist ja nicht so, wenn man Dönhoffer oder so nimmt oder so. Diese Leute wissen auch ganz genau, was sie tun. Das sind ja auch Profis. Ja. Ich möchte es als vielleicht aktuellen Kompromiss, mit dem ich gut leben kann. Die Dosis macht das Gift. Die können auch darüber reden, dass wir kein Salz mehr auf die Straße hauen im Winter. Aber wenn sie nicht fahren können, dann können sie halt nicht fahren. Gut. Und ich möchte nicht dogmatisch sein und die einen verurteilen. Ich möchte die Verantwortung in die Hände des Einzelnen geben, des Produzenten. Denn ich habe mal gehört, ein ganz großes Problem ist, wir leben alle zu kurz. Dann würden wir selbst nämlich unsere Probleme, die wir produzieren, ernten müssen. Leider werden die meisten Weinträger nur 100. Sascha. Ich wollte mal vielleicht einfließen lassen, als wir hier Publikum haben. Klar. Und ich möchte als erstes vielleicht den Alex das Mikrofon geben. Ja. Der darf als erstes mal was dazu sagen zu der ganzen Diskussion, was jetzt gelaufen ist. Alex. Hallo zusammen. Also hier der ganze Flut an Fragen, sage ich jetzt mal, was das Thema betrifft. Vorhin habe ich gesehen, konventionell gegen Bio, Weinrichten, Schwitis im Glaskorb. Ich schaue da nicht auf das gute Etikett, im Prinzip, was oben steht. Es ist von mir, es muss klar erkennlich sein, was für Rebsorten, was für Klima, was für Gebiet. Und muss auch dementsprechend sozusagen sich zeigen, ohne modifiziert zu sein. Egal ob Bio oder konventionell. Weil wenn ich jetzt davon hergehe, ich bin jetzt Bio, EU-Bio-Siegel und es ist erlaubt, Kellertechnik zum Beispiel haben wir noch gar nicht angesprochen, E414, Gummi Arabicum, ist ein Snickers, weiß ich, dass das drinnen ist. Trinke ich einen Bio-Wein und es ist drinnen, was es nicht. Frage jetzt an die Winzer oder auch die Terminprüfer.
2 Gramm Tanninpulver auf 100, auf 1 Hektoliter auf 100 Liter. Wenn der Flo probiert, 1 Liter Rindsuppe mit 2 Gramm Salz zu würzen, passiert nicht viel. Mit Tanninpulver auf 2 Gramm auf 1 Hektoliter passiert extrem viel. Muss nicht deklariert werden, kann aber Bio-Wein sein. Wieso? Das ist für mich ein bisschen ein Krux dahinter. Es kann ja ein konventioneller Winzer das auch, also nicht hernehmen, ist aber deswegen nicht besser oder schlechter wie Bio. Wo sieht man den Unterschied zwischen Winzer? Also jetzt die Frage, Exportmärkte, wo man sagt, nordische Länder, das ist schon angesprochen worden, keine Ahnung, Norwegen, Quotenregelung oder sowas, ist ein Monopol. Wenn ich drinnen bin, bin ich in ganz Norwegen vertreten in oder Läden. Wie viele lassen sich Bio draufschreiben, Bio prüfen, haben das aber nicht als Überzeugung, vielleicht wie andere konventionelle Winzer, nur dass sie auf den Markt reinkommen und eine Chance bekommen. Das heißt, einmal, ich lasse es mal so stehen, ich soll jetzt mal ein paar Fragen machen, sorry. Armin, magst du was dazu sagen? Also diese Zusatzstoffe, es geht ja um die Zusatzstoffe, die man verwenden kann im Keller, die eben auch bei Bio-Weinbau zugelassen sind. Es gibt, glaube ich, überall Sachen, die zulässig sind und auch nicht. Das ist eben die Frage, was deklariert werden muss oder was deklariert werden soll. Ich kann nur von unserer Seite sagen, so wie wir arbeiten, versuchen wir die bestmögliche Qualität von den Trauben im Glasl wiederzuspiegeln. Ich würde es gut finden, wenn man die Sachen verwendet, dass sie aufstellen müssten. Ich glaube, das ist in einer heutigen Zeit wäre das einfach Standard, wo in dem die Nachvollziehbarkeit vom Produkt lückenlos einfach am Etikett wiederzufinden ist, auch was drinnen ist, falls was reingegeben worden ist. Daher finde ich das schon sehr, sehr wichtig für die Zukunft, dass da einfach ein Druck gemacht wird. Und ja, also ich verstehe es jetzt auch nicht, wenn jetzt also wieder Alex anspricht, der Gummi Arabicum in einem Bio-Wein, hat für mich nichts verloren. Oder sagt Tannine. Oder Tannine, von mir aus genauso. Weil einfach, glaube ich, dadurch, dass vielleicht ein bisschen missbraucht wird, der ganze Gedanke. So, da sind wir an dem Thema, das kann furchtbar lang dauern und furchtbar wehtun. Wir haben in der Gastronomie die Allergene-Deklarationspflicht. Da muss man jeden Scheiß deklarieren, nicht? Aber Glutamat oder so ist nicht zu deklarieren. Ja? Jetzt kommen wir aber dahin, dass man sagt, was ist denn das Glutamat? Das Glutamat ist ja nicht nur der Knorrpulver und das Maggi oder so. Ja? Die Natur ist voll von natürlichem Glutamat. Was glaubst du, warum die italienische Küche, die Tomatensauce und der Parmesan so erfolgreich sind? Ja? Glutamat als solches, so ist es glaube ich auch in den bedruckten Produkten beim Weinbau. Ich kann nicht prinzipiell sagen, das ist einfach furchtbar schlecht. Gell? Die Krux an der Deklarationspflicht, auch dem Greenwashing und was ist jetzt wirklich, welchem Siegel, wo bin ich als Konsument, an was kann ich mich tatsächlich halten? Oh, das ist echt hart. Peter, du bist ja in der Bio-Szene sehr gut vernetzt. Das Thema Kellerrichtlinien für Bio-Weinbau wird seit Jahren heiß diskutiert. Wie ist da der Stand oder was würdest du dir wünschen, was da passiert? Ich finde den Ansatz richtig, zu sagen, alle, die was reintun, egal ob bio oder konventionell, sollen es draufschreiben, was sie reingetan haben, dann kann der Konsument entscheiden, ob er das haben will oder nicht haben will. Im Moment ist es halt so, bestimmte Weinstile, jetzt gerade wieder vielleicht in dem Bereich der billigeren Weine, das sind halt bestimmte Weinstile erwünscht, wenn man das den Bio-Leuten verbietet und den konventionellen erlaubt. Hätten die Bio-Leute nochmal einen Nachteil und könnten bestimmte solche Weinstile wahrscheinlich noch schwer herstellen. Ich glaube, je besser die Weine werden, umso weniger denken Winzer sowieso darüber nach, solche Produkte überhaupt einzusetzen. Da braucht man das dann einfach nicht mehr, solche Stoffe. Ich finde grundsätzlich sollte der Konsument wissen, was er trinkt und was da drin ist und welche Tricks in Anführungszeichen dafür angewendet worden sind, dann aber beim Konventionellen genauso wie bei Bio. Wie gefährlich ist diese Situation im Allgemeinen? Wir haben den Bioanbau, da ist im Prinzip nur der Weinbaupart geregelt, also die reine Produktion der Frucht
mehr oder weniger nach dem Moment, wo es im Keller ist, kann man im Prinzip genauso arbeiten wie der konventionelle Betrieb. Umgekehrt gibt es dann aber auch Naturweinproduzenten, die gar keine Bioproduzenten sind, weil sie sagen, okay, ich drehe den Spieß einfach um und sage, ich mache im Keller nichts im Sinne von keine Additive, keine Schönung, keine Filtration, sind aber gar keine Biotrauben. Diese Konfusion, schreckt die irgendwann die Verbraucher ab? Siehst du die Gefahr? Michi? Also die Gefahr ist auf jeden Fall hier. Also ich muss gestehen, also ich beschäftige mich normalerweise nicht jetzt mit Argumenten, die sozusagen jetzt irgendwie gegen Bio sprechen. Ich habe nur gestern ein bisschen in der Vorbereitung für diese Diskussionsrunde einmal recherchiert, was gibt es denn so sozusagen quasi jetzt an kritischen Stimmen gegenüber Bio. Und ich war etwas verblüfft über den Artikel, den ich hier gelesen habe, der vor 2 Jahren erschienen ist. Das war ein Artikel sozusagen über die Zustände in Spanien. Also es gibt hier also Gegenden in Spanien, wo also 40.000 Gewächshäuser herumstehen, wo Menschen unter widrigsten Umständen hier also jetzt Biogemüse produzieren. Die Problematik, glaube ich, die sich hier auftut, ist, dass natürlich je größer der Anteil der Bioproduktion wird, dass es natürlich immer zu einer Art Industrialisierung kommt. Und diese Form der Industrialisierung birgt natürlich immer sozusagen die große Gefahr der Desillusionierung auch des Konsumenten. Wir dürfen nicht vergessen, man hat also jetzt die Vorstellungswelt von Bio, die wir heute alle haben, lebt natürlich schon von dem Bauernhof, von den glücklichen Kühen und den glücklichen Hühnern und der Bäuerin, die sozusagen dann quasi dann so wie das auch der Peppi hier natürlich perfekt produziert und unterstützt und auch lebt. Also das ist ja letztendlich genau das, was wir uns eigentlich unter Bio ja eigentlich vorstellen. Aber es gibt sozusagen auch diese Gegenwelten schon mittlerweile in diesem Bereich, die dazu führen, dass halt diese Illusionen mittlerweile ganz krass quasi gefährdet werden und diesen Bio-Bereich auch mittlerweile relativ stark beanspruchen können. Wie kann man das davor schützen? Also wie kann man verhindern, dass Bio da leidet unter diesen Auswüchsen? Also ich bin kein Experte, ich bin nur gestern jetzt sozusagen mal über das drüber gesprochen. Ich wusste davon eigentlich nichts. Also das war jetzt irgendwie so ein bisschen im Zuge der Diskussion sozusagen. Noch einmal, ich beschäftige mich nicht sozusagen jetzt Argumente jetzt gegen Bio zu finden, sondern im Gegenteil, ich beschäftige mich eher sozusagen mit der Frage, wie kann ich ethisch und umweltgerecht und mit hoher Verantwortung meinen Beruf ausüben. Also das ist darin sehe ich auch meine Verantwortung. Aber wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass es natürlich auch hier natürlich auch Gefahren gibt. Ein Kollege von mir hat einmal zu mir gesagt, das hat mir auch ein bisschen nachdenklich gestimmt, ein Kollege von mir, der auf Bio umgestellt hat, hat gesagt, naja, früher habe ich alles beim Lagerhaus eingekauft und heute kaufe ich alles beim Konzern Maria Thun ein. Also das ist, da habe ich mir auch gedacht, also das ist jetzt natürlich ein Wechsel, aber es ist jetzt wirklich sozusagen jetzt ein Wechsel. Also das sind schon sozusagen Problembereiche, sozusagen die hier wirklich vorhanden sind. Das ist, ich habe sehr lange im Adlon gearbeitet und ich wusste vorher schon, was Lobbyismus ist, aber so nah am Reichstag wird man dem noch mehr gerecht, dann, ja, weil man einfach versteht, wie die Mechanismen funktionieren, wie Lobbyismus dahinter steht. Und glauben Sie nicht, dass das Bio-Segment, egal wo auch immer, frei von Lobbyismus ist. Auch da sind Konzerne am Werk, die Produkte produzieren, die platziert werden sollen, die auch bewusst eingesetzt werden sollen. Weinkauf oder überhaupt Lebensmittelkauf oder Klamotten, was immer. Es ist letztlich, bleibt, solange die Deklarationspflicht nicht wirklich so ist, dass sie unantastbar ist, wobei ich das für mich eigentlich gar nicht so haben möchte. Was ich sagen möchte, das Wichtigste, was auf einem Weinetikett steht, ist nicht das
Siegel von Bio und Co., sondern es ist und bleibt der Name des Menschen, der dieses Produkt erzeugt hat. Wenn ich das Vertrauen in diesen Menschen nicht haben kann, und das ist, glaube ich, die Verantwortung, die man hat als Konsument, fragen, schauen und kenne ich den Menschen, kenne ich seine Produkte. Das ist in der Küche so, das ist im Weingarten so, das wird beim Schneider so sein, das ist so immer. Also das ist für mich immer so die Orientierung, die ich habe. Ich vertraue in Menschen und bis jetzt bin ich ganz gut damit gefahren. Voilà. Je mets un petit peu en lumière une des différences qu'il y a entre l'agriculture biologique et la biodynamie. Die Frage, ob man all diese Zusatzstoffe deklariert auf dem Etikett, bereitet eigentlich den Unterschied, ist man ein Bio oder als biodynamischer Winzer? Je fais partie d'un syndicat de viticulteurs en biodynamie qui s'appelle Biodivin, qui a été créé justement parce qu'il voulait mettre en place une certification et des réglementations par rapport à ce qui se passe dans le chai. À une époque où on ne certifiait que les raisins. Alors Max ist Mitglied bei dem Verband Bio du Vin, das ist das französische Äquivalent für den Demeter-Verband. Und der Bio du Vin-Verband beschäftigt sich gerade mit der Frage, dass man Bio bis hin zum Keller schaut und ganz genau schaut, was im Keller benutzt werden darf und was nicht. Donc la réglementation est simple. On a le droit d'utiliser du soufre, mais dans des petites quantités. Pour éviter les déviances qu'il peut y avoir au niveau bactérien ou levurien. Et ensuite, on a le droit d'utiliser des raisins. C'est la fin de la liste des produits autorisés. Donc tous ces produits, tous les autres produits œnologiques sont strictement interdits. Als Mitglied des Bio du Vin Verbandes hat man das Recht, Schwefel zu verwenden in ganz geringen Dosen, um die Sauberkeit zu gewährleisten. Alle anderen Zusatzstoffe sind absolut verboten. Ça peut paraître un petit peu effrayant au départ quand on est viticulteur, mais c'est des pratiques qui ne peuvent être faites qu'en cohérence. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à ne mettre aucun produit que sur des raisins en biodynamique. Sur des raisins inconventionnels, je pense que ce serait très, très difficile, voire dangereux, voire suicidaire. Bernhard, tu sitzt gerade da, tu bist ja bei Respekt. Wie habt ihr das geregelt in der Gruppe mit Zusatzstoffen, Keller? Also, ich finde die Aussage sehr gut auch. Im Endeffekt geht es, wenn du eine Sicherheit haben möchtest, geht es um die Zertifizierung. Das heißt, Bio würde ich als zukunftsmäßig als Standard sehen. Also ich sehe jetzt Bio mittlerweile fast schon selbstverständlich an und die Biodynamie sehe ich dann als Kontrolle, als natürlich die ganzen Systeme dahinter muss man natürlich auch sehen, aber ich sehe es einfach für den Konsumenten als Sicherheit an. Es gibt eine klare Liste, es gibt eine Positivliste. Du kannst damit genau sehen als Konsument, was du trinkst oder was nicht trinkst. Noch irgendwer, vielleicht aus dem Publikum, mal eine Frage? Ja? Hans? Ja. Laut! Ich glaube, dass das Hauptproblem an der ganzen Geschichte natürlich mit Bio, ohne Bio und Bio nicht. Österreich mittlerweile ca. 700.000 Hektar Bio. In der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Wir haben, glaube ich, 8.000 Hektar von Wein Bio. Das heißt, es ist ein gering kleiner Anteil von 700.000 Hektar, die Bio produziert werden. Nebenbei der höchste in Europa bis vor wenigen Jahren. Inzwischen genau. Ist Italien in riesigen Schritten vorbeigezogen. Genau. Und die Landwirtschaft, glaube ich, hat auf keinen Fall einfacher wie der Weinbau. Weil wir haben das Obst dabei, das genauso schwierig ist wie die Landwirtschaft. Wir haben die einzelnen landwirtschaftlichen Güter dabei. Komischerweise funktioniert es dort auch. Und über Kupfer zu diskutieren, Michi, das halte ich deshalb nicht aus, weil vor 15 Jahren hat der konventionelle Winzer noch 13 Kilo Kupfer spritzen dürfen pro Hektar. Jetzt reden wir vor 2 Kilo beim Bio-Winzer. Es ist natürlich ein Thema, aber Kupfer wird nicht produziert, sondern kommt in der Erde vor. Und das sind... Man sucht immer wieder aus, Flüchte, dass was funktioniert oder nicht funktioniert. Ich glaube, dass das Hauptproblem an unseren gesamten Deklarationen liegt und da deshalb, weil so viel mittlerweile erlaubt ist, wo kein Mensch davon etwas weiß. Das ist das, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, wie viele Hilfsstoffe es gibt bei Wein, da kenne ich mich zwar nicht aus, wo du im Keller einsetzen kannst, wo du also einen Wein eigentlich zerlegen kannst und wieder zusammenbauen kannst, dass der Wein wieder so schmeckt, wie er sagt. Na, es ist erlaubt, Gerhard, es ist erlaubt. Ja. Beim Schnaps ist es so, und das kommt 2021, dass wir bis zu 40 Gramm Zucker in Cognac
in Rom einsetzen dürfen. Das hat jetzt die EU bestimmt, ob du Bio bist oder nicht. Und das ist das Hauptproblem. Ich sehe doch da das viel größere Problem, weil der Konsument das überhaupt nicht weiß, ob das jetzt Bio ist oder nicht Bio, ist völlig wurscht. Es werden Sachen erlaubt von der EU, wo wir die Gesetze, wir haben das Gesetz letzte Woche das erste Mal gesehen, was im April bestimmt worden ist. Wodka hat überhaupt noch nie Zucker gebraucht. Ob jetzt sind 8 Gramm Zucker in einem Wodka erlaubt. Und 40 Gramm bei Rum ist circa doppelt so viel, wie was in einem Cola drinnen ist. Und kein Mensch überlegt sich da was und da greift da keiner ein. Und im Weinbau, was da mittlerweile erlaubt ist, und auch bei allen, bei so vielen Lebensmittelproduzenten, das müsste man zuerst einmal angehen. Und Bio, glaube ich, meiner Meinung nach, ist im 15. Jahr sowieso bei allen Produkten Standard, wenn ich hochqualitative Produkte machen würde. Andreas, du wolltest was sagen? Andreas, ja. Ja, vielleicht gleich an das anschließen, was der Hans gesagt hat. In 15 Jahren, ja, hoffentlich. Schauen wir mal, ob es da hingeht. Ich gebe aber auch zu bedenken, und ich glaube, alle Produzenten, die sich hier so ein bisschen gemeldet haben, inklusive uns, wir haben ja auch nach wie vor Traumlieferanten. Und wenn wir so die letzten zwei, drei Jahre anschauen, wird das die Struktur unserer gesamten Weinlandschaft immer größer. Das heißt, wir als Produzenten, die bekannten Produzenten werden immer größer. Die Traumlieferanten stellen sich sehr bald die Frage, ob sie es überhaupt noch machen sollen. Und wenn man die einmal ein bisschen zuhört, wenn man denen zuhört, sind es ganz banale Gründe oft, warum der Umstieg auf Bio nicht möglich ist. Sehr viele sind da im Nebenerwerb und das ist halt zeitlich ganz einfach nicht möglich. Wir haben gleich im gleichen Jahr mit dem Armin umgestellt, also sind mit 2018 jetzt da komplett zertifiziert und nehmen auch nur mehr Trauben an von Lieferanten, die Bio sind oder gerade in Umstellung. Aber ich gebe auch zu bedenken, eben unsere Kultur, unsere Struktur, wir als Produzenten, so wie wir hier sind, das können wir wahrscheinlich durchziehen, aber die Landschaft in der Weinkultur Österreich wird sich diesbezüglich in den nächsten Jahren auch noch ändern. Eben aufgrund dessen, dass nicht überall Bio möglich ist. Ich bin ganz klarer Verfechter von Bio, aber man muss manchmal eben die Dinge ganz normal ansehen und die Leute auch hören. Und noch was der Gerhard gesagt hat, ich glaube, das ist sehr wichtig. Im Endeffekt geht es darum, dass man dem Lebensmittellieferanten, dem Weinlieferanten, wenn man den kennt, dass man dem vertraut, und dass man seine Produkte kennt. Und wenn ich den Flo da sitzen sehe oder sämtliche andere schöne Restaurateurmitglieder, dann haben wir Vertrauen, dass die Herrschaften in der Küche das machen, was wir gerne auf dem Tisch sehen. Und vice versa hoffentlich bei uns als Produzenten auch so das mit dem Wein gesehen wird. Ihr seid ja ungefähr so groß wie Tement. Habt ihr euer Team vergrößert im Zuge der Umstellung von der Bearbeitung? Also das ist jetzt schon, das ist ein anderer Aspekt, den man was der Michi ganz sicher auch recht hat. Also ich meine, wir sind heuer, natürlich haben wir wieder viel mehr Pflanzenschutzdurchgänge gehabt. So jetzt stellt sich die Frage, ist das jetzt besser? Also ich muss ja meine gesamte Mannschaft dann immer rausbringen. Bei jetzt rund ja, 95 Hektar ist das natürlich schon ein Act. Und den ganzen Aufwand, den ich damit betreibe, wir sind größer geworden. Das muss man schon auch hinterfragen, aber wir sind überzeugt davon, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Gibt der Markt das her? Ist der Markt bereit, die gestiegenen Kosten, die gestiegenen Arbeitskosten, denn die biologische Bewirtschaftung ist in der Regel mit höheren Arbeitskosten verbunden, zu bezahlen? Also momentan haben wir de facto inflationär angepasst. Wir haben dadurch nicht jetzt unsere Preise großartig mehr erhöht und spüren derzeit noch nicht. Stilistik teilweise schon, also da hört man, so wie gestern am Tag des österreichischen Sekts, der übrigens komplett Erfolg war, hat man gehört, wir spüren jetzt schon einen Unterschied bei euch. Wir gewinnen wahrscheinlich Kunden, wir werden aber haben vielleicht auch schon einige verloren durch eine gewisse Veränderung. Jetzt kommen wir zu zwei ganz wichtigen Punkten, nämlich das erste ist,
Kannst du ungefähr beziffern, wie eure Arbeitskosten gestiegen sind durch die Umstellung auf Bio? Es ist schwer zu sagen. Also wir haben auch davor versucht, mit bestmöglichem Team zu arbeiten. Wir bewirtschaften, kann man sagen, also in Summe mit dem slowenischen Weingut 105 Hektar biologisch, und wir arbeiten täglich mit 35 Leuten im Außenbetrieb plus 10 Traktorfahrer, also 45 Leute in der Außenwirtschaft, wo wir tagtäglich in den Weingärten unterwegs sind und die das ganze Jahr angestellt sind. Ist eine wunderschöne Sache. Ich wüsste jetzt nicht, wir könnten vielleicht, wenn wir konventionell arbeiten, vielleicht auf 5 Traktoristen verzichten, aber wir werden nach wie vor 40 Leute. Also ist jetzt bei uns jetzt nicht arbeitstechnisch ein großer Anfang. Okay. Das stilistische Thema, was Andreas Wickhoff angesprochen hat, trifft sich ja auch auf euch zu. Eine Änderung der Kundenstruktur lässt sich fast nicht verhindern, wenn man das konsequent so macht. Ja, wir versuchen natürlich gemeinsam mit den Kunden den Weg zusammenzugehen. Die Veränderungen, die für uns vielleicht gar nicht so drastisch sind, weil du permanent in dem Thema bist. Aber wir versuchen wirklich Schritt für Schritt an jeden mitzunehmen, aber auch neue zu finden natürlich. Aber es gibt da immer wieder Kunden, die kommen und sagen, ihnen hat es früher besser geschmeckt, das ist ja ganz klar. Gerade im Rotweinbereich haben wir ja auch die Situation, dass die erfolgreichsten Weine in Österreich, wenn man die Absatzmengen angucken, natürlich das Gegenteil von Bio sind, auch von der Kellertechnik, die dahinter steckt. Heißt das, dass Bio-Winzer per se in der Nische sich bewegen, in der Spitze, oder ist das nicht zwingend die Konsequenz? Ist sicherlich paradox. Auf der anderen Seite wäre es toll, wenn alles sofort biologisch wäre und alles diese Richtung geht. Auf der anderen Seite hat der Begriff Bio oder die Art der Produktion oder Biodynamie nur die Wertigkeit, wenn es natürlich die Spitze einmal vorantreibt. Und ich glaube, der Weg wäre falsch, wenn jetzt die Massenprodukte ganz günstig verkauft werden und die biologisch sind, weil das würde wahrscheinlich den genau gegenteiligen Effekt ergeben. Ja. Irgendwer im Publikum was dazu, vielleicht aus der Gastronomie Erfahrungen? Wer möchte? Vorne in der ersten Reihe. Also ich komme aus der Gastronomie, Sommelier in Leogang. Bei uns ist eher die Reaktion auf Bio-Wein, dass die Gäste sagen, nein, danke. Weil sie einfach auch eben wegen diesem Kupfer und diesen ganzen Sachen auch schon Wind davon bekommen haben. Ich glaube, dass das Bio auch irgendwo die Leute abschrecken, dass sie sagen, nee, da wird zu viel gemacht und ihr verfälscht auch. Wie kann man das in Zukunft vielleicht verhindern, dass das Image auch ein bisschen besser wird von den Bio-Weinen? Auch bin ich der Meinung, dass die Leute für Bio nicht gern mehr Geld ausgeben. Das ist meine Meinung. Dann sind die Leute auch noch ein bisschen verwirrt, eben wegen Orange- und Naturweinen, dass das die Leute auch sagen, Mensch, Bio, das hat so also roh geschmeckt, das will ich nicht mehr haben, dass sie wieder auf eher konventionell umsteigen. Wie kann man denn den Endverbraucher, den Gast, den Kunden weismachen, dass Naturwein, Orangewein oder Bio oder Demeterwein, dass da Unterschied ist? Das ist ein riesiges Thema, über das wir in einer anderen Runde schon mal diskutiert haben, auch ergebnislos, ist tatsächlich ein Problem. Geschmack ist nicht Gott gegeben, er ist Konditionierung. Das heißt, man fängt mit der Musik mal an und glaubt, dass der DJ Ötzi wirklich ein geiler Musiker ist. Gell? Aber man kann sie weiterbilden. Es gibt auch andere Radiosender in Österreich. Also nicht nur das, ich meine, es ist so, es geht ja nicht um Bio oder so, es geht um eine Vermittlung von Ideologie, von Nachhaltigkeit. Da muss man am Gast sehr viel arbeiten. Ich bin auch wohl hundertprozentig natürlich nicht, aber ich verstehe, was du sagst. Und so. Es ist, mein Gott, wenn ich jetzt Deutschland nehme, gell, jetzt sage ich hin, schau mal, es ist ja Weil, Heger, Jona, oder die Firma Bonnen, die kann man immer nennen. Das sind Weine, die sind so leicht verkauft, das sind Selbstläufe. Die muss ja nie was tun am Gast. Gell? Aber sucht euch einen Winzer raus, von dem man wirklich begeistert ist, wo man die Ideologie transportieren kann, das erklären kann. Das ist
das, was man sich antun muss, ist vielleicht die Geißel unserer Zeit. Natürlich kann ich meine Menschen und meine Gäste nicht bevormunden und sagen, aber ich möchte, das haben wir gestern erst auch wieder gehabt in Stuttgart, es war eine Rebsortenpräsentation gestern und ich habe versucht, alle den Anfang und den Ende, das Spektrum einer Rebsorte abzudecken. Ja. Und da waren auch viel Naturweine dabei, Orange Wein, wo das Publikum gestern in Stuttgart gesagt hat, so Dreck, das saufe nicht, das kannst du wegschütten, das ist kein Wein. Und gesagt, ja, das ist super. Steht, also letztlich ist es ihre Geschmacksfrage, das ist so. Aber man muss schon über seinen Schatten springen und sagen, okay, ich probiere es. Nicht einmal, sondern zweimal, dreimal, denn dann wird es vielleicht so sein, dass man vom DJ Ötzi beim Free Jazz landet und sich wirklich auch sehr gut aufgehoben fühlt. Aber, jetzt bin ich zwar der Retter, aber missionieren möchte ich die Welt nicht. Sascha, ja. Hat er noch eine Wortmeldung, ja, aus Deutschland? Bio. Hallo, Annette Siegrist, Weingut Dr. Bücklin-Wolf aus der Pfalz. Ich habe jetzt einfach ein bisschen noch zugehört und das Letztgesagte erübrigt sich jetzt fast, was ich sagen wollte, denn das hat es für mich auf den Punkt gebracht. Wir haben 2001 angefangen umzustellen auf die Biodynamie. Auch wir sind wie Chateau Farock Mitglied bei Bioduva. Und ich kann nur sagen, dass wir damals in den ersten Jahren bei uns im Weingut sehr, sehr heiß diskutiert haben. Wollen wir damit überhaupt nach außen gehen? Denn die ursprüngliche Intention, warum wir umgestellt haben auf die Biodynamie, das war die Nachhaltigkeit. Das Thema, wie gehen wir mit diesen wertvollen Lagen um, um die in die nächste Generation weiterzugeben? Und wie machen wir den besten Wein, der den besten Geschmack und das beste Terroir hervorbringt? Und da wollten wir sehr vorsichtig sein, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, dieser Wein ist Bio, weil wir Angst davor haben, genau vor diesem Punkt, der gerade genannt worden ist, ach, das ist Bio und das kostet jetzt mehr Geld und das schmeckt mir eigentlich gar nicht, weil derjenige, der den Wein vielleicht verkostet oder bestellt hat im Restaurant, gar nicht mit diesem intensiven Geschmack umgehen kann. Und auch das ist ein Punkt, mit dem wir reden müssen in Zukunft. Und ich denke, um das abzuschließen, solange es in den Supermärkten Paprika und Bananen aus Spanien gibt, die biozertifiziert sind und letzten Endes 1 Euro das Kilo kosten, solange haben wir da ein riesengroßes Problem. Und wie heute schon mehrfach gesagt worden ist, es geht um das Vertrauen und es geht darum, dass wir mit dem Kunden sprechen müssen, wir mit dem Kunden in den Weinberg und in den Keller gehen müssen und ihm zeigen müssen, was wir machen, damit er Vertrauen in unsere Arbeit hat. Peter, du wolltest was sagen zu dem Thema? Ja, in früheren Zeiten wahrscheinlich die objektive Wahrnehmung, dass Bioweine oft nicht geschmeckt haben, so wie es einem heute mit Naturwein geht. Und ich finde es auch schade, dass es diese begriffliche Verwirrung zwischen Naturwein und Biowein irgendwie gibt. Aber ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, dass der konventionelle und der oft sehr traditionelle Weinhandel einfach 30, 40 Jahre Vorurteile gegen Biowein geschürt hat. Und jetzt haben sie plötzlich selber Bioweine, jetzt fängt das alles irgendwie an zu kippen. Aber ich als reiner Bio-Weinhändler seit 35 Jahren. Ich habe mich einfach ständig mit irgendwelchen Vorurteilen rumschlagen müssen und ich glaube, ich kann auch anständig zumindest blind verkosten und weiß, ob ein Bio-Wein dann gleichwertig ist wie ein konventioneller Wein oder nicht. Und ich habe ganz oft mitgekriegt, dass Bio-Weine deswegen als nicht gleichwertig angesehen worden sind, weil die Leute einfach Vorurteile hatten, wenn sie wussten, dass es ein Bio-Wein ist. Aber andersrum könnte man sagen, unsere Bioweine mussten oft 20-30% besser sein, damit sie eine Chance haben, gegen konventionelle Weine anerkannt zu werden. Das kippt jetzt, aber mit diesen Vorurteilen schlagen wir uns im Markt einfach noch ganz viel rum. Und viele, das wird bei ihren Gästen eben auch so sein, viele von den Gästen haben das irgendwie mal aufgeschnappt oder haben vielleicht wirklich irgendwann mal vor 10 Jahren einen schlechten Bio-Wein getrunken, und wenn man dann sagt, wollen Sie mal einen Bio-Wein probieren, sagen Sie, ah, nein, lieber nicht, weil Sie irgendwie auf der sicheren Seite sein wollen. Ich glaube, das ist aber was im Moment total in Bewegung ist und was natürlich vor allem dadurch
in Bewegung ist, dass solche Winzer, wie die jetzt auch hier sind, jetzt biologisch wirtschaften. Und da wird sich das relativ schnell auflösen, dieses Problem, glaube ich. Es ist ja zu beobachten, dass in vielen Gebieten, sagen wir mal, in der Pfalz ist ein Beispiel, die Steiermark ist ein sehr gutes Beispiel in den letzten Jahren. Peter Riegel hat ja auch ein Weingut im Languedoc, also gerade Roussillon, Languedoc ist ein Beispiel, Burgund ist ein Beispiel. Überall dort sind ja inzwischen, je nachdem wie man das definiert, so um die 2/3 der Spitzenwinzer bio. Ist das dann ein Automatismus, dass im Prinzip es nur eine Frage der Zeit ist, dass der Verbrauchergeschmack sich da auch wandelt, oder glaubst du da nicht dran, Gerhard? Natürlich wandelt der sich, und das hängt ja auch, das sieht man ja, wenn ich pendle ja zwischen vielen Welten umher. Wenn ich ja in Berlin in meiner Weinbar oder nicht mehr Weinbar, da wird anders getrunken und als andere Zugänge zu diesen Weinen und Anforderungen, die daran gestellt werden, als jetzt in einem Ausflugsgasthaus auf dem Land. Das sind verschiedene Welten, aber ich denke, sie nähern sich peu à peu schon an. Gell? Nur, was Bernhard gesagt hat vorher, möchte ich kurz noch für mich noch abschließen, weil ich darüber nachgedacht habe. Wenn es irgendwann mal so ist, dass man sagt, dass man Bio nicht anwendbar ist, wenn man zum Beispiel die Steiermark nimmt als Vorreiter mit in Österreich, würde ich sagen, in Bio, ist ja eigentlich schizophren, was die Leute machen. Dieser Masochismus in der Steiermark biologisch zu arbeiten, bei diesem Pilzdruck, bei den Niederschlägen, die da sind, im Languedoc jetzt, ohne dass es jetzt so ist, sage ich, ist das wesentlich einfacher. Das müsste aber im Umkehrschluss werden, halt für mich dann irgendwann mal so werden, dass du sagst, okay, dann gibt es Lagen oder Regionen, da darf ich keinen Weinbau mehr machen, weil es eben nicht mehr funktioniert in den Parametern. Wir sagen, okay, da hat einer gehört, nicht hin, nehmen wir nur 2 Verbrauchungen in Südtirol, das hast du vorher angesprochen, naja, was macht man? Man geht halt höher. Na gut, der Hase ist schon auf 1200 Meter oben gelandet mit seinem Pinot Noir, irgendwann ist der Berg auch zu Ende. Das heißt, das Höhergehen ist auch nur eine Verschiebung des Problems, gell? Weil irgendwann im Großgarten wird er, naja, machen wir einen Gletscher rein. Armin, eine letzte Frage an dich. Haben die Bio-Winzer zu viel an Geschwindigkeit aufgebaut die letzten Jahre, was die Entwicklung ihrer Weinstilistik angeht? Kommt einfach der Verbraucher da nicht hinterher, oder wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, dass es das Wort Bio oder Biodynamie wahnsinnig stark im Verkauf einfließt. Und ich glaube, dass das ein Riesenfehler ist in vielerlei Hinsicht, weil das hat nichts mit Qualität zu tun, nach wie vor nicht konventionell, hat nichts mit Qualität zu tun, gleich wie die Bewirtschaftungsweise. Das ist ein Zugang, wie man seine Landwirtschaft bewirtschaftet. Was dabei herauskommt, ist wieder was anderes. Ich glaube, dass das vielleicht trotzdem zu schnell gegangen ist. Und ich glaube, auch vielerlei Probleme gelöst werden würden, wenn die Objektivität eines Weines zu verkosten oder überhaupt die Qualität zu beurteilen, glaube ich mal, sollte die erste Frage sein. Das zweite dann vielleicht, wie es bewirtschaftet worden ist. Und ich glaube, dass da in Zukunft dann auch sicherlich viel passieren wird. Michi, letzte Frage an dich. Du bist ja auch jemand, der sich über diese Weinstilistiken sehr viel Gedanken macht, auch im Sinne der Herkunftsbezeichnung. Glaubst du, dass da die Verbraucher im Moment überfordert sind durch die Winzer? Überfordert ist vielleicht ein großes Wort. Ich glaube, es ist ein natürlicher Prozess, wenn ein Winzer auf Bio umstellt, dann will er natürlich auch, dass sozusagen diese Veränderung im Wein spürbar ist, was dazu führt, dass man automatisch seinen Weinstil auch ändert. Aber gerade also jetzt im Kontext des Appellationssystems, wo wir ja versuchen, den typischen Ausdruck einer Region, eines Gebietes, eines Ortes oder auch einer Lage herauszuarbeiten, ist es am Ende des Tages immer eine gemeinschaftliche Arbeit. Und zwar eine gemeinschaftliche Arbeit von allen. Und das, glaube ich, ist unabhängig davon zu sehen, welche Bewirtschaftungsform man macht. Sondern ich glaube, man braucht letztendlich die gemeinschaftliche Basis für einen regionalen Ausdruck, und an dem müssen wir alle arbeiten, unabhängig davon. Abschlussfrage an Alain. Ist es vielleicht sogar so, dass der bio- oder biodynamische Weinbau die ursprüngliche Stilistik wieder zurückbringt, die letzten Jahre einfach durch diesen massiven Einsatz an Kellertechnik verschüttet gegangen ist und man heute einfach nur ein falsches Bild hat?
wie der Wein aus einer Region schmecken sollte. Je le crois en effet, je suis convaincu que le fait de produire en bio, et je crois encore plus en biodynamie, permet vraiment d'aller chercher la quintessence du terroir, de laisser la terre s'exprimer dans le verre, et ensuite d'avoir des techniques au niveau du chai qui sont très accompagnatrices, mais où on n'a pas besoin de rajouter de produits. C'est en tout cas l'expérience que j'en ai. Je pense que les vins que je produis aujourd'hui parlent plus à la fois du millésime et du sol d'où ils viennent que ce qui était fait avant par les gens qui m'ont précédé. Er ist davon überzeugt, dass Bio und Biodynamie dazu helfen, die Quintessenz aus seinem Boden herauszuarbeiten, aus seinem Terroir, und nicht das ausdrücken, was im Keller passiert, sondern das, was vorher im Weinberg passiert ist. Est-ce que vous m'autorisez à donner mon avis sur le cuivre? Er würde sehr gerne seine Meinung über das Kupfer mit Ihnen teilen. Parce qu'on a parlé du cuivre aussi bien dans l'Assemblée que ici, et je crois que c'est important de ne pas diaboliser le cuivre, de lui rendre justice. Er hat viel jetzt gehört, dass es über Kupfer ging, und würde das Kupfer ungern verteufeln wollen. Le problème du cuivre, c'est un problème de dose. Donc souvent, c'est la dose qui fait le poison. Also, es ist immer ein Problem der Dosage. Wie Sie schon vorher sagten, die Dosierung kreiert das Gift. Le cuivre, si on en apporte trop, c'est un métal lourd qui s'accumule dans les sols et qui devient un polluant. Ça, c'est incontestable. Also, wie Sie schon gesagt haben, dass in hohen Dosen, das ist ein Schwermetall, was im Boden nicht abgebaut wird. Das sind Sie fragen. Mais le cuivre, si on en apporte peu, est un oligo-élément qui est nécessaire à la vie et qui ne s'accumule pas dans les sols de manière dramatique à condition qu'on travaille sur les sols vivants et qu'on en apporte peu. Aujourd'hui, en agriculture biologique, on est limité à 4 kg de cuivre par hectare et par an. In kleinen Dosen kann Kupfer als Oligo-Element das Bodenleben auch bereichern, das ist ja natürlich. Und wie schon angedeutet, 4 kg sind heute nur zugelassen. C'est aussi un cofacteur, le cuivre, sans rentrer dans des détails trop techniques, c'est un cofacteur par rapport à la production enzymatique, c'est-à-dire que les enzymes peuvent être plus efficaces en présence de certaines, en tout cas en présence de cuivre. C'est aussi un élément qui va permettre à la plante d'être plus résistante, ça développe la résistance de la plante. Enfin bref, il y a beaucoup d'effets secondaires du cuivre. Et aujourd'hui, moi, quand j'analyse mes sols, je ne vois pas d'accumulation de cuivre. Also, das Kupfer hat auch positive Nebeneffekte. Trägt dazu bei, dass die Enzyme besser arbeiten, dass die Pflanze resistenter wird, und er kann heute nicht feststellen an seinem Boden, dass sie überlagert sind von Kupfer. Si on trouvait des alternatives au cuivre, ça serait très bien. Mais de là à le diaboliser et à considérer que le problème de la bio c'est un problème de cuivre, je pense que c'est réducteur. Also wir sollten uns nicht zu sehr darauf reduzieren, das Kupfer nur als schlecht zu bezeichnen, sondern natürlich möchte er Alternativen finden, aber wie gesagt, es gibt nicht nur Nachteile. Und die letzte Abschlussfrage, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die letzte Frage geht an dich, Josef. Hast du das Gefühl, dass ein Verbraucher diesen ursprünglichen Geschmack, den du ja versuchst, auch in der Küche auf den Teller zu bringen, dass einfach die Anzahl der Verbraucher doch deutlich wächst, die den ursprünglichen Geschmack schätzen, und dass sich das dann auch im Prinzip auf den Weingeschmack abfärbt? Ja, auf jeden Fall. Ich muss vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass wir jetzt im Zuge der Diskussion fast ein bisschen sich entschuldigen müssen, dass wir jetzt Bio sind. Also ich würde da einfach nochmal eine Lanze brechen, dass es eigentlich das Gegenteil der Fall ist, dass man stolz darauf sein kann. Und der Pragmatismus war eigentlich der Grund bei mir, warum ich in diese Richtung auch gegangen bin, weil ich einfach, ganz einfach, keine gespritzten Lebensmittel essen möchte. Das ist ganz pragmatisch, im Gegensatz auch unsere Gäste. Und unsere Gäste wachsen und entwickeln sich mit uns mit, und ich glaube, das ist einfach nichts Neues, was wir jetzt erfinden, dass jetzt alle auf einmal Bier sind, weil vor 40, 50 Jahren war das der Normalzustand eigentlich. Und ich glaube, das ist einfach, dass wir einerseits uns weiterentwickeln, doch, aber auch mit einem Blick zurück. Ich denke, das ist das passende Schlusswort. Ich darf allen in der Gesprächsrunde danken. Ich darf auch das nochmal unterstreichen,
Wir haben uns bemüht, das neutral darzustellen, das Thema Bio, nicht einseitig. Was vielleicht ein bisschen zu kurz kam, war diese Geschmacksthematik. Und ich bin, wer mein Magazin kennt, ein absoluter Verfechter von Coca-Cola-Weinen, wie ich sie nenne. Alles, was überaromatisiert, überkonzentriert ist, ist mir ein Gräuel und wird auch nie in meinem Magazin irgendwie hoch bewertet werden. Ich weiß ganz genau, dass ich damit absolut gegen den mainstreamigen Kundengeschmack gehe. Bin aber der Meinung, dass sich die Weine ohnehin von selber verkaufen und keine Unterstützung von mir dafür nötig ist. Insofern, mein Plädoyer ans sehr zahlreiche Auditorium ist jetzt zum Abschluss wirklich den Winzern, die versuchen, individuell zu arbeiten und nachhaltig zu arbeiten. Und da ist nun mal Bio mit Sicherheit im Moment der beste Weg, dass man diese Leute unterstützen sollte und auch wirklich im Verkauf den etwas mühsameren Weg mal auf sich nehmen sollte und nicht immer das auf die Karte setzen, was am einfachsten zu verkaufen ist. Vielen Dank an dich, Raimund, dass du uns diese Plattform geboten hast. Es war, glaube ich, ein guter Einstieg, dass man heute Nachmittag vielleicht noch mal ein Tick bewusster viele Weine probiert, die da ausgeschenkt werden. Vielen Dank, Sascha. Liebes Publikum, wir waren es klasse. Freuen wir uns, wenn es alle in die Genusswelt kommt. Das Essen ist angerichtet. Es ist freie Platzwahl. Ab 13.30 Uhr stehen die Shuttles bereit. Also vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr den ersten Teil mit uns mitgemacht habt. Ich wünsche euch gut, aber gut. Danke.